Das ist die A9 zwischen Leipzig und München. Und das hier ist die älteste Autobahnraststätte Deutschlands, Roderborn. Und das hier sind die Thüringer Rostbratwürste von Frau Wagner. Sie wartet auf Kunden. Und die Kunden kommen auch. Sie müssen nur vom Parkplatz rüber zur Würstchenbude mit dem blauen Dach gehen. Bloß zwischen Parkplatz und Würstchenbude steht dieser Zaun. Das ist ein Schildbürgerstreich, das sind Grimms Märchen hier, wenn sie sowas erzählen. Und das erzähle ich zu Hause, das können sie glauben. Dass man hier über die Leiter steigen muss, um eine Bratwurst zu holen. Ja, aber weil kaum einer eine Leiter dabei hat, müssen die Kunden eben außen herumfahren. Und das geht so. Erst einmal vom Parkplatz wieder runter auf die A9, dann die nächste Abfahrt raus, dann beim Kreisel links über die Brücke rein nach Triptis, dort am alten Bahnhof lang Richtung Industriegebiet Ost, dann rechts halten, nach der Fahrzeugfabrik weiter geradeaus über die Brücke die Autobahn überqueren und dann am Wald rechts rein und Sie sind schon 10 Minuten später auf der anderen Seite vom Zaun. Überall werden Grenzen und Zäune beseitigt und hier werden große Zäune aufgebaut von Haufen Geld. Quatsch. Von wegen Quatsch. Das Verkehrsministerium hat nun mal entschieden, Roderborn ist jetzt nur noch ein Parkplatz, weil es nämlich an der A9 zu viele Raststätten geben soll. Ja, das ist doch bescheuert sowas, hä? Man muss doch vom Parkplatz aus runtergehen können. Ja, eigentlich richtig. Wie soll man sonst an die Bratwürste von Frau Wagner rankommen? Aber das Ministerium hat sich da was einfallen lassen. Über den Zaun dürfen wir verkaufen. Bloß nicht durch den Zaun. Ach, über den Zaun verkaufen ist okay? Ja, und wie macht Frau Wagner das jetzt? Wir haben eine Bimmel hingemacht und stellen eine Leiter hin, damit die Leute bimmeln können. Und dann bekommen sie ihren Rost da über den Zaun. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Dankeschön. Ich habe noch nie über den Zaun eine Bratwurst gehört. Obwohl ich 3 Jahre bei den Grenztruppen tätig war. Der Autobahnparkplatz Roderborn. Dank des Bundesverkehrsministeriums eine neue Attraktion an der A9.